Du kannst auch heilen, ja. So, dann mache ich Folgendes. Die heilen sich voll und dann gehen die zu dritt weiter, weil das ist so ein schmaler Gang. Ich erwarte nicht, dass da viel Gegenwehr ist. Und ihr geht hier raus. Okay, der ist zum Heilen unterwegs, der ist zum Weihwasser unterwegs, der ist zu dem Weihwasser unterwegs, der ist zu dem Weihwasser und der zu dem Weihwasser. Okay. Alles perfekt geplant. Ich könnte noch mehr Einheiten ausbilden, aber das möchte ich nicht. Das sorgt ja nur dafür, dass mein Gold noch schneller schwindet. Gut. So, ich gehe mal mit dem Draken hier ein bisschen weiter erkunden. Oben haben wir ein Skelettetetetet. Aua. Ja, okay. Na gut, dann töten wir ihn halt. Wenn ich jetzt gleich einen Heiler habe, kann ich auch mit ihm hier rausgehen eigentlich. Okay. Tunnelerkundung. Ich sammle mich dann jetzt erstmal wieder hier. Und ich denke, als nächstes gehe ich dann in die Schatzkammer und zwar mit allen. Verwenden. So, und du stellst dich hier hin und heilst die Meute. Du kannst aber eigentlich dann auch dich hier hinstellen. Und der kann sich da hinstellen. Okay. Eine Runde muss ich hier jetzt noch warten, dann kann ich weitergehen. Also richtig weitergehen, da ist Wasser. Ich finde diese Map unglaublich cool, muss ich sagen. Auch unendlich Runden zu haben, ist natürlich Pflicht dafür. Es hat sowas RPG-lastiges. Wo gehe ich jetzt lang? Wo gehe ich als nächstes lang? So. Gehst dann auch wieder da raus. Du kannst jetzt auch weg und ihr könnt weitergehen. Einfach so ein Wasserloch. Stehe das, wer will. Okay. Kommt schon wieder einer. So. Du bist wieder voll geheilt. Alles schön. Schön, schön. Jetzt da rausgehen. Jetzt habe ich viele Einheiten, die von den dreien darf keiner sterben. Also soll keiner sterben. Also wenn da Einheiten herkommen, gibt es da aber noch Gift, na, zumindest für Skelette, das haben wir ja schon gehört. So. Okay, ich möchte aber noch nicht in die Schatzkammer. So, okay. Ich muss jetzt erstmal mich neu formieren. Ganz dringend. Deswegen warte ich hier. So.
Also direkt auch zwei Heiler ist das Gute. Du warst jetzt Arkan, ne? Alter. Heftig. Das finde ich ja sowas von geil. Wo führt dieser Gang hin? Also ich muss jetzt noch warten, bis die beiden hier wieder da raus sind. Schön. Heilung. Sobald das erledigt ist, gehen wir dann weiter. Ich bin echt verwirrt. Das wird bestimmt irgendwie seine Richtigkeit haben. So. Zack. Dann kann ich theoretisch mich jetzt auch schon auf den Weg machen. Also zumindest mich positionieren. Ich muss aber mindestens eine Einheit muss ich da unten lassen. Wunderbar. Meerwasser. Und es scheint in diesem Tunnel nichts zu geben. Weder Freund noch Feind. Es geht ja noch ein Stückchen weiter, ne? Tja. Ein Gold schwindet, das gefällt mir nicht. Da oben scheint etwas zu sein. Die Höhle sieht ein bisschen anders aus. Okay, dann kann ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen, ups, ein bisschen weitergehen. Und dann stelle ich mich hier hin, gehe da rein, zwei Einheiten hier, der Heiler dahinter und dann tauschen und dann killen. Es sei natürlich, ich schaff's wieder unten da hinzugehen, bevor was Schlimmes passiert. Würde mich auf jeden Fall freuen. So. Zack. 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 Nur noch mehr Tunnel. Okay. Plupp. Plupp. Blupp. So, ich muss Prinzip reichen die vier. Ich kann den Rest eigentlich. Beziehungsweise reichen die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die sechs Einheiten müssen reichen. Noch ein Vaganten hinterher. Der Rest bleibt hier zur Verteidigung. Löpp. Leck. Boah, der haut auf jeden Fall gut rein. Müsste problemlos machbar sein, alles. Mein Gott. Wenn das jetzt eine Sackgasse ist, bin ich sauer. Eindringlinge! Schnappt sie! Bringen wir es hinter uns. Halleluja. Wollen wir mal. So. Es bleibt unten. So. Ich möchte mich nicht hier hinstellen, weil dann haben wir wieder diese 3 auf eine Position. Da ist eine Burg.
kann aber den hier hinstellen. Okay. Jetzt 2 versus 2. Und hier geht's immer noch weiter. Ob es da jemals ein Ende gibt. Man weiß es nicht. So. Dann möchte ich ein bisschen noch tauschen direkt mal. Wow. Wow. Gratz. Das Gesprächsprotokoll wird mich da retten. Ich kann auch so machen. Oh. Nice. So muss das laufen. Ui. Fuck. Ich habe den Dialog aus Versehen übersprungen. Weil ich geklickt habe. Deswegen machen wir das nochmal. Sorry. Nicht damit gerechnet, dass da irgendwas Dialogtechnisches auf mich zukommt. So. Halt, wer da? Freund oder Feind? Das kommt drauf an. Steht ihr loyal zu Malifor? Niemals. Wenn ihr von Malifor geschickt wurde, dann wisset, dass wir uns niemals ergeben werden. Kommt und trefft euren Schöpfer. Beruhigt euch, wir sind keine Verbündeten Malifors. Im Gegenteil, wir sind hier, um ihn zu vernichten. Endlich! Ihr wisst nicht, wie lange wir schon auf diesen Tag warten. Wie seid ihr hierher gekommen und wie lange versteckt ihr euch schon? Wir waren ursprünglich gefangene Malifors, aber es gelang uns, einen Fluchttunnel zu graben. Seitdem konnten wir uns gerade so am Leben halten, mit dem, was wir von Malifor stehlen oder rauben konnten. Ich wette, ihr habt den ganzen Komplex mit Tunneln durchzogen. Das stimmt. So ist zum Beispiel der scheinbar natürliche Steinwall im Süden in Wirklichkeit ein versteckter Eingang zur Schatzkammer. Toll, toll, weiter geht's. Steinwall im Süden. Ach da, okay, da komme ich von hinten in die Schatzkammer rein. Das ist natürlich nett. Das heißt, ich kann hier jetzt die Aufmerksamkeit auf mich lenken und dann von oben einfallen. Das ist geil. Haben die keinen Weg in dahin oder einfach direkt hinter Malifor? Ich brauche nur eine Runde mit 2 Einheiten. Dann ist er weg. Der Großmagier ist die einzige Einheit, die ihm im direkten Kampf das Wasser überhaupt annähernd reichen kann. Schnauze. Auf den billigen Plätzen. So. Jetzt muss ich eh warten, bis die hier nachgekommen sind. Schön. Ja. Viele Einheiten habe ich nicht. Und der weiß auch nicht so recht, was er tun soll. Aber Malifors Festung ist allgemein irgendwie. Gefangenen machen, was sie wollen. Alle machen hier, was sie wollen. Ich muss mal ganz kurz mein Headset richten. Tun schon die Ohren weh. Tschüss. Ach komm.
So, ich muss zack. Zack. So, ich kann da jederzeit auch rausströmen. So, aktuell will ich das noch nicht. Seine Krieger haben voll Angst. So, folgendes. Fuck. Nein, das lasse ich nicht zu. Das ist mir dann doch zu doof. So, ich kann auch... Ja. Genau. So. Jaha. Zack, zack. Pfeiler dahinter. Gut. Ich kann jetzt eine Runde lang angegriffen werden. Nächste Runde nicht mehr. Also richtig angegriffen werden. Und sobald ich die Eingänge verstopft habe, renne ich von oben rein. Aber irgendwie zieht er sich eh zurück. Flöpp. So. Nächste Runde kann ich da reinmarschieren, auf jeden Fall auch. So. Und jetzt wird hier aufgeteilt. Und dicht gemacht. Gold. Gold. Alter, hat der Angst. Er zieht seine Einheiten zurück, weil er genau weiß, dass er keine Chance gegen den, schon irgendwie was gab, wenn er ein bisschen was getroffen hätte. Wow. Auf geht's. Ja. Genau. Richtig schön auf geht's. Boah, läuft. Er trefft doch gleich mit jedem Angriff. Hätte ich mir aber denken können, als der da eben schon Scheiße gebaut hat. So. Schön. Irgendwie habe ich das Gefühl, die kriegen jetzt deutlich mehr Schaden als vorher. Auf geht's. Ab geht's. So, okay. Alles bestens. So.